Herzlich willkommen bei der Trading University 24. Heute wollen wir uns dem zweiten Teil unserer Spartakus-Strategie widmen, und zwar wie wir in dem laufenden Trade einen Re-Entry schaffen. Wir haben ja schon erkannt, dass diese Trades stellenweise sehr lang sein können und wie wir den erneuten Einstieg hier in einen laufenden Trend finden. Das wollen wir uns heute in diesem Video mit anschauen. Wie ist diese Strategie aufgebaut? Natürlich weiterhin besteht diese Strategie aus unserem Supertrend-Indikator und unserem Spartakus-Candle, dieser ja auf dem Supertrend-Candle basiert. Des Weiteren werden wir einen Overbought-Oversold-Indikator einbauen, der uns immer wieder die Möglichkeit bietet, erneut einen Einstieg in den Markt zu bekommen. Wir sehen hier in unserem Schaubild unseren Supertrend-Indikator, der hier einen Abwärtstrend aufgrund seiner roten Indikation anzeigt. Wir haben hier des Weiteren unseren Aufwärtstrend. Der Farbwechsel unseres Supertrend-Indikators von Rot auf Blau signalisiert ja den Aufwärtstrend. Den Beginn der Signale, den Ersteinstieg, den hatten wir ja schon besprochen. Jetzt soll es um folgenden Indikator gehen. Wir haben hier unseren Overbought-Oversold-Indikator mit einer überkauften Zone und einer überverkauften Zone. Und wie wir diesen nutzen, um in einem bestehenden Trend Einstiege zu finden, werden wir uns im Folgenden jetzt mit anschauen. Hier haben wir einmal unser Bild verdeutlicht, wie diese Strategie mit aufgebaut ist, um einen Re-Entry zu finden. Wir haben ja hier am Anfang unsere Charts diesen Abwärtstrend generiert. Wie wir da den Einstieg gefunden haben, haben wir in unserem ersten Teil des Videos besprochen. Jetzt sehen wir, befindet sich unser Overbought-Indikator in seiner überverkauften Zone. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, einen erneuten Einstieg in den Markt zu finden. Das ist für uns das Signal zu überprüfen, ob wir uns mit unserem Markt noch, mit unserem Spartakus-Candle hier als rote Kerze und unserem Supertrend-Indikator weiter in der roten Indikation befinden. Ist dies der Fall, dass diese Prüfbedingungen gegeben sind, wir also mit unserem Overbought, Oversold-Indikator in der Overbought-Zone sind und uns weiter unter unserem Supertrend-Indikator hier mit einer roten Indikation befinden, ist das praktisch der Re-Entry hier in einen Sell-Trade. Das mögliche Exit sehen wir hier, sollten wir mit unserem Overbought-Oversold-Indikator in seine Oversold-Zone laufen, können wir dieses dann als Exit hier aus diesem erneuten Re-Entry im Markt nutzen. Wenn wir uns den Chart etwas weiter anschauen, sehen wir, laufen wir erneut in die Overbought-Zone. Das ist natürlich erneut das Signal für uns hier zu überprüfen, ob unsere Indikationen am Markt noch erfüllt sind. Wir sehen, wir haben zwar durch unseren Spartakus-Candle gelbe Kerzen, dies ist eine neutrale Stellung des Marktes, aber wir befinden uns noch weiter in einem roten Supertrend-Indikator und somit haben wir auch hier erneut die Bedingung erfüllt, um einen weiteren Re-Entry in den Markt hier zu platzieren. Und als Ausstieg können wir natürlich auch das Eintauchen unseres Overbought-Indikators, Oversold-Indikators in die überverkaufte Zone nutzen. Sprich, tauchen wir hier ein unter die untere rote Linie, dann ist das der Exit aus dieser zweiten Sell-Position. Im Anschluss sehen wir, baut sich hier bei uns im Chart ein Aufwärtstrend auf. Den Ersteinstieg haben wir schon besprochen, aber hier auch haben wir die Möglichkeit, einen Re-Entry in den Markt zu finden, hier umgedreht. Dazu muss sich unser Indikator in seiner Oversold-Zone befinden, sprich unterhalb der unteren roten Linie. Und dort prüfen wir natürlich genauso ab und wir sehen, unsere Kerzen, unsere Spartakus-Candles sind zwar gelb in einer neutralen Marktstellung, aber wir befinden uns immer noch oberhalb unseres Supertrend-Indikators, der auch immer noch blau ist. Dies ist dann der erneute Einstieg hier in den Markt und als Exit kann dann natürlich ebenfalls das Hineintauchen in die Overbought-Zone genutzt werden. Das wäre dann der mögliche Exit aus diesem Beitritt. Im weiteren Chartverlauf sehen wir, nehmen wir wieder einen Abwärtstrend auf. Auch hier haben wir die Möglichkeit, einen erneuten Re-Entry zu finden. Wir sehen, unser Indikator läuft wieder in seine Overbought-Zone. Auch das für uns wieder das Signal zu überprüfen, ob die weiteren Indikationen stimmen. Wir sehen, unser Spartakus-Candle ist hier noch rot. Wir befinden uns weiter in einer roten Indikation unseres Supertrend-Indikators. Wir befinden uns unterhalb des Ganzen, also ist hier der erneute Re-Entry in einen Sell-Trade in den Markt. Stop-Kurse können natürlich anhand unseres Supertrend-Indikators hier sehr gut platziert werden, unterhalb
der Supertrendlinie im blauen Fall platzieren wir unser Stop-Niveau und oberhalb unseres roten Supertrend-Indikators werden die Stop-Kurse für die Sell-Trades platziert. Somit ergibt sich ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis. Wir haben in diesen Konstellationen ein sehr geringes Stop-Niveau, aber eine sehr hohe Gewinnerwartung, mindestens im Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 2. So viel zu dem Re-Entry in unserer Sparta-Kursstrategie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich, Sie auch in einem der weiteren Videos hier wieder bei uns begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich allen gute Trades.